Wetter, coole Leute und wunderbare, schwere Maschinen. Da dürfen wir natürlich nicht fehlen. Ich bin heute unterwegs auf der Motorradschule in Eberswalde und hier geht richtig was ab. Richtiger Motorradfreak? Sie sehen so richtig aus nach einem Motorradfahrer. Ich denke, ich hoffe, ja. Sind Sie auch bei solchen Messen oder Shows? Ja, gelegentlich schon, ja doch. Und wie gefällt es Ihnen hier? Haben Sie schon eine neue Maschine ausgesucht? Ich habe jetzt gerade mal eine neue gekauft im letzten Jahr. Also da mit Neukaufen, da werde ich mal ein bisschen warten müssen. Ne? Seid ihr denn so richtig Motorradfreak? Ja, na klar. Und was fahrt ihr so für Maschinen? Nee, ich habe eine Yamaha. Hast du dir hier auf der Show schon ein neues Motorrad ausgesucht? Die stehen ja auch tolle Maschinen rum. Ah, na sicherlich, mein Traum ist ein Harley. Aber das dauert halt noch eine Zeit. Gut, okay, dann viel Glück. Wollt ihr euch auch mal ein Motorrad kaufen, wenn ihr ein bisschen älter seid? Ja. Ja. Seid ihr so richtige Fans? Ja. Ja. Was soll es denn für eine sein? Harley-Davidson. Genau. Habt ihr euch hier schon eine ausgesucht, ja? Ja. Ja. Die hier schick. Wenn ihr Altgenuss hat, fahrt da gleich los, ja? Natürlich. Du bist ja auch so ein richtiger Motorradfreak, ne? Denke ja. Auf was für Maschinen stehst du so? Eigentlich nur Sportmaschinen. Und so eine richtig schöne Harley ist gar nicht dein Ding? Nee, also ganz so alt bin ich noch nicht. Hast du denn hier schon wieder eine neue ausgesucht? Nee, ich hab mir gerade eine neue gekauft und bin zufrieden mit. Hast du gerade eine neue gekauft? Ja, und wie schnell fährt die so? Naja, man soll ja nicht ausfahren, sag ich mal, aber 240 fährt sie schon, ja. Und wie findest du die Show hier an sich? Wie sie aufgezogen ist? Ich hoffe, dass sich das richtig einschleift hier. Ja, das ist ja nun, soweit ich weiß, hier das erste Festival. Und wenn das hier jahrelang sich weiterführt, dann denke ich, ist hier auch noch mehr Zulauf.